Die Übung wird umgehend pausiert, den Mittag stehen gelassen und die Sporteinheit unterbrochen. Wenn in der Wachflughafen ein Alarm ertönt, geht es nur 20 Sekunden, bis die ersten Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr die Halle verlassen. In dieser Folge von Sondersignal reden wir über die spannende Arbeit am Flughafen, die alltäglichen Einsätze der Berufsfeuerwehr, aber auch über den Flugzeugabsturz in Bassersdorf vor bald 22 Jahren. Sanitätsnotruf, wo genau ist der Notfall? Brandmeldung unter Kontrolle, keine weiteren Mittel. Wir sind zwei erfahrene Berufsfeuerwehrmannen von Schutz und Rettung Zürich und wir sind an Ihrem Arbeitsplatz in der Wach Flughafen von Schutz und Rettung. Ich heiße euch beide ganz herzlich willkommen. Zum einen dich, Andi Lochmeier, du bist Abteilungsleiter von der Berufsfeuerwehr Flughafen. Herzlich willkommen. Hoi Sevi, Sali. Und zum anderen der Rolf Spaltstein, Gefreiten bei der Berufsfeuerwehr von SRZ. Schön, bist du da. Herzlich willkommen. Grüezi, Sevi. Hoi. Und ich bin der Severin Lutz und das ist Sondersignal, der Blaulicht-Podcast. Ja, Andi, am Anfang gehen wir die Frage an dich, Berufsfeuerwehr Flughafen. Was sind eure Aufgaben? Wir haben ein bisschen drei Standbeine hier am Flughafen. Wir sind ja der nördliche Stützpunkt der Stadt Zürich. Das seit 2008, seit wir das Ganze fusioniert haben. Und unsere drei Standbeine sind sicher mal alles, was mit der Fliegerei zu tun hat, auf dem Flughafen selber. Dann sämtliche Gebäude und alles, was drin passieren kann. Auch ob es das Chemiewesen sind, Liftrettungen, da alles mit Personenunfällen. Und das dritte Standbein, eben seit 2008, ist der nördliche Teil der Stadt Zürich. Und das decken wir, die drei Teile decken wir eigentlich ab, hier, ab dieser Wache. Das muss ich vielleicht da schon sagen, 2008 hat die Fusionierung stattgefunden zwischen der Flughafenfeuerwehr und auch mit Schutz und Rettung zusammen. Und seitdem ist das eben nicht so. Ihr müsst ja auch überall innerhalb von 3 Minuten sein, also auf dem Flughafengelände. Wie schafft ihr das? Also die 3 Minuten gilt nur für die Fliegerei. Alles, was Gebäude ist, ist es wieder Stadt auch, das sind es 10 Minuten. Die Fliegerei, die 3 Minuten, ist es so, das schaffen wir von einem Ort aus nicht. Weil die 3 Minuten ist das Ausrücken selber, also bis man mal auf dem Fahrzeug ist und losfährt, aber dann auch die Fahrzeit bis vor Ort und inklusive Wasserabgabe. Das ist alles in den 3 Minuten. Und weil der Flughafen eigentlich zu gross ist für einen Standort, haben wir 2 Standorte. Wir haben das schon mal aufgesplittet und haben darum auch doppelte Fahrzeugflotte und Löschmittelmenge, die der Gesetzgeber definieren tut. Das heisst, je nachdem, wo das, dann das Flugzeugereignis stattfindet, geht der eine oder eben der andere Standort? Nein, es gehen immer beide Standorte, aber mit einem erreichen wir ganz sicher die Interventionszeit unter die 3 Minuten. So hätten wir im grossen Ereignisfall doppelte Menge, die wir bringen können. Aber im Alltag ist es eigentlich eher so, dass der zweite Löschzug, der länger hat, geht in die Mitte vom Flughafen und garantiert durch das, dass wir keinen Unterbruch haben. Weil der deckt in dieser Zeit den restlichen Flugbetrieb ab und ein Löschzug kümmert sich ums Ereignis. Jetzt Rolf, 3 Minuten, das ist extrem sportlich. Ihr müsst ja innerhalb von 20 Sekunden die Fahrzeughalle verlassen. Wie macht ihr das? Du schlafst ja nicht neben dem Fahrzeug. Oder bist nicht immer während dem Schichtbetrieb neben dem Fahrzeug dich am Aufhalten? Ja, das ist schon relativ schnell. Oder ich muss sagen, wenn du jung bist, dann nachher, sag ich jetzt, machst zack, zack, zack. Und dann irgendwann wirst du ein bisschen älter und dann merkst du es auch, es wird einfach anspruchsvoller. Aber du machst es immer noch. Du machst es immer noch. Aber es ist wirklich sehr schnell. Bedingt natürlich auch, dass jeder, der auf so einem Fahrzeug ist, mitstudiert den ganzen Tag. Wo hält er sich auf? Also es kann nicht einer weit weg vom Gebäude und denken, es geht schon. Oder kann einfach duschen und denken, ich mag dann schon aufs Fahrzeug. Also Fahrer oder Beifahrer von so einem Flugfeldlöschfahrzeug sind den ganzen Tag am Studieren. Was mache ich jetzt? Schaffe ich die Zeit noch? Wenn sie dann noch weiter weg sind oder dann noch eine Arbeit haben, müssen sie einen Ersatzfahrer suchen für die Zeit, dass jemand die Zeit überbrückt. Oder wenn sie in den Sport gehen oder duschen, muss ein anderer in dieser Zeit auf das Fahrzeug, weil das lange definitiv nicht mehr, sonst in 20 Sekunden zum Ausrücken. Umziehen hat da wahrscheinlich auch nicht mehr viel Zeit, oder? Umziehen ist ja so, die Leute, die auf dem Flugfeldlöschfahrzeug sind, die tun sich im Vergleich zu anderen Fahrzeugen nicht umziehen, so wie sie jetzt gerade sind. Das kann im Extrem, wenn sie aus dem Sport kommen, kommen sie in den Turnhosen und den Turnschuhen und gumpen aufs Fahrzeug und rücken das auch aus. Weil diesen Fahrzeugen ist wichtig, dass die vor allem schnell vor Ort sind mit der grossen Löschmittelmenge. Das hat mit der Brandlast zu tun vom Flugzeug und weil das so schnell abbrennt. Und weniger die Ausrüstung, die er anhat. Weil im ersten Moment geht es einfach mal darum,
die schweren Mittel und die Löschwirkung muss vor Ort sein. Und in der Regel steigt die Person ja auch nicht aus. Man kann das Flugfeldlöschfahrzeug von innen bedienen mit einem Joystick. Oder wie wird das gemacht? Da kann der Rolf am besten erklären, weil er ist Fahrer von so einem Flugfeldlöschfahrzeug. Da sind wir gespannt drauf. Wie machst du das? Wie ist die Vorgehensweise? Ja, wenn der Alarm abgeht, dann können wir mal zu wissen, auf welche Piste noch so kommt. Dann haben wir unsere Standards, die wir haben, wo wir dann sind. Kommen wir von der Basis, kommen wir vom Satellit dort. Dann wird einmal die Aufstellung bezogen. Und der Satellit Nord, was ist das? Der Andi hat es mal grundsätzlich so angetönt. Weil wir nicht in 3 Minuten alles abdecken können auf dem Flughafen, müssen wir einen Aussenposten haben. Und der Aussenposten ist zwischen den Pisten 14 und 16. Und das ist der Satellit Nord. Und ja, dort haben wir 3 Löschfahrzeuge, Z8 plus 4 Leute, die die Fahrzeuge besetzen können, dass wir den Unterteil vom Flughafen, das Pistensystem, abdecken können, dass wir die 3 Minuten erfüllen. Der Z8 ist eben das Flugfeldlöschfahrzeug, genau, die ganz grosse. Richtig. Und wenn ich dann in so einen eingehe, dann nachher muss ich dann mal wissen, wo ich hinfahre. Wir fahren dann immer in der Formation. Und da haben wir, sage ich jetzt, unsere Abläufe drin. Weil wir reden hier von 3 Fahrzeugen. Dann reden wir vom Fahrzeug 1, 2 und 3. Und nachher wird dort nachher auch, muss ich so sagen, weil wir haben auch ein Pumpensystem drauf. Und das kann ich erst zuschalten unter 50 km/h. Und wenn ich dann das Ereignis anrolle, dann tue ich dann grundsätzlich mit dem roten Knopf, wo ich das Pumpensystem aktivieren kann, tue ich dort drücken. Aber ich muss schauen, dass ich unter 50 km/h bin, weil sonst funktioniert mir das nicht. Und dann tut mir, wir haben 2 Motoren auf dem Fahrzeug, und dann tut mir ein Motor ausschalten aus dem Fahrzeuggetriebe aus und tut nachher den Pumpenmotor aktivieren. Ist das aus Sicherheitsgründen so, dass man erst unter 50 km/h an Wasser abgeben? Das ist einfach, das Fahrzeug tut das System so vorgeben. Das ist jetzt einfach so, aber das langt alle, weil wir müssen nicht können, sage ich jetzt, wenn wir mit 80 oder 90 fahren oder vielleicht auch 100, die Pumpe schon zuschalten, weil das funktioniert so, das langt alle, weil wenn wir nachher das zuschalten, dann geht das relativ schnell. Die tut einschalten, die Werfer, der Kleinwerfer vorne, der Grosswerfer, die kommen führen und gehen dann einfach mal in eine Grundposition. Und das geht sehr schnell. Aber das muss ich dann, sage ich, darf ich nicht vergessen. Wenn ich dann irgendwo mit den Gedanken anders bin und will Wasser abgeben und ich habe das nicht gemacht, dann komme ich zu spät. Wir haben es gerade gehört, es ist ein Flugzeug uns vorbeigeflogen, das hört man dann auch im Podcast. Ist es so, dass ihr nach ein paar Jahren hier am Flughafen irgendwann allein schon vom Ton her erkennt, welches Flugzeug da vorbeigeflogen ist? Heutzutage nicht mehr so. Früher war es noch eher so gewesen. Weil man muss auch sehen, die Flugzeuge sind sicher fast um die Hälfte leiser geworden wie vor 20 Jahren. Und vor 20 Jahren sind sie zum Teil wirklich noch richtig laut gewesen, oder vor 25 Jahren. Und da hat es zum Teil schon Typen gegeben, die hast wirklich anhand vom Ton erkennt. Und jetzt ist es vielleicht noch der Airbus 380, der ein bisschen anders, ein bisschen heult. Aber sonst sind viele anfangs die ähnlichen Triebwerke, ähnliche Geometrie. Viele Flugzeuge sehen anfangs einheitsbreimässig fast gleich aus. Es ist nicht mehr die exotische Typenvielfalt wie Ende der 90er Jahre oder noch schlimmer früher bei den 70er Jahren. Ich könnte ja beide schon auf einen Haufen Erfahrung zurückschauen. Rolf, wie lange bist du schon bei der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung oder jetzt hier am Flughafen in der Feuerwehr tätig? Ich bin jetzt 34 Jahre und einen Monat da. Nicht ganz. Ja, im 35. Jahr bin ich jetzt. Magst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag erinnern? Ganz genau nicht. Ich weiss einfach, auf dem Blatt steht 1. August, aber wir, weil ja da Nationalfeiertag ist, wir haben am 2. August angefangen. Und für mich war dann immer der 2. August gewesen. Und dann haben wir irgendwann einmal gesehen, auf einem Zettel, weil wir sind 10 neue Leute waren, die dürfen anfangen. Und dann ist dort gestanden, 1. August. Wie ist es bei dir, Anni? Seit wann bist du dabei? Nächstes Jahr sind es bei mir 25 Jahre. Noch nicht ganz so lange wie der Rolf. Aber ich mag mich auch noch sehr gut an den ersten Tag erinnern, was da alles gelaufen ist. Wir hatten hier noch so einen strengen Quartiermeister. Der hat mit uns einen Witz gemacht am ersten Arbeitstag. Der hat gesagt,
eigentlich hätte er 8 T-Shirts gut, aber ich gebe einmal nur 4, weil ich habe ja noch Probezeit. Und dann haben wir gedacht, leck, wo sind wir denn da reingekommen? Aber eben, wir sind jetzt auch nach 25 Jahren sind wir immer noch da. Und haben gleich alle ein T-Shirt bekommen? Alle T-Shirts bekommen, genau. Ja. Aber am Anfang hat das noch einen Eindruck gemacht. Hast du gedacht, wirklich, oh Mulda, hast du nicht sicher, ob du wirklich bleiben kannst? Ja, eben, du hast es vorhin gesagt, Andi, das Haupteinsatzgebiet nebst dem Norden von der Stadt ist für euch der Flughafen. Aber wenn es jetzt im Kanton Zürich zu einem grösseren Flugzeugereignis kommt, dann unterstützt ihr überall. Und wir sind auch beide beim Flugzeugabsturz in Bassersdorf vor bald 22 Jahren dabei gewesen, vor Ort gewesen. Was hat sich dort abgespielt, Andi? Das war eine verrückte Zeit gewesen, weil in diesen paar Jahren dort ist fast halbjährlich, zum Teil fast monatlich, haben wir ein Flugzeugereignis gehabt. Kurz vorne ist ja noch ein anderer grosser Flüger runtergefallen. Dann haben wir einen Business-Check gehabt, eine Klimamaschine gehabt. Es war wirklich eine ganze Serie gewesen. Und das war dann wie so der Gipfel oben drauf gewesen, der grösste in dieser Serie noch. Und für viele ist vermutlich so der Kopf, oh, schon wieder. Oder? Und ich glaube, das ganz Spezielle im Vergleich zu allen anderen, die wir in dieser Serie hatten, war in dieser Nacht gewesen, im Dunkeln. Wir sind dort raufgefahren und es hat Überlebende gehabt. Und mit dem hat man irgendwie überhaupt nicht gerechnet, dass einem da Überlebende gegenlaufen. Oder? Es war ja auch kalt gewesen, damals. Ist das im Winter fast schon gewesen? Es war kurz vor der Weihnachten gewesen. Es hat geschneit in dieser Nacht. Es war dunkel und regnerisch gewesen. Ja, es war wirklich ein grusiger Novemberabend gewesen. Ja. Rolf, du hast damals dafür gesorgt, dass ihr Wasser zum Löschen vor Ort habt. Das Flugzeug ist ja in einem Waldabschnitt abgestürzt. Das heisst, das Wasser musste zuerst dort hingebracht werden. Was hast du vor Ort da getroffen, wo du dort angekommen bist? Für mich war es einfach so, als ich noch genau weiss, ich war damals da auf dem Flughafen gewesen. Dann die Ersten sind schon ausgerückt. Und nachher los ist natürlich im Funk mit, was läuft und dieses und jenes. Und dann hat es geheißen, Wassertransport müssen wir haben. Und ich wusste, der steht noch da. Und nachher ist dann die Meldung gekommen, jemand muss den dort bringen. Und dann habe ich genau gewusst, da werde ich sein. Und dann ist die Meldung gekommen. Und dann, da weiss ich noch, im Tarmac vorne war. Dann hat es geheißen, ja, der Spelti ist doch noch bei dir drauf. Und nachher hat der Wachmeister gesagt, ja, das ist bei mir drauf. Also, zackig, Gott, grundsätzlich den Schlauchverleger auf Bassersdorf vorbringen. Was schiesst dir in so einem Moment durch den Kopf, wenn du die Nachricht hörst, ich muss jetzt an ein Flugzeugereignis und den Job ausführen? Du tust einfach, wie soll ich sagen, du machst dir gar nicht gross Gedanken. Du tust den Auftrag, den du bekommst, zackig, schnell erledigen. Ich bin dann zum Fahrzeug, meine Ware mitgenommen, eingestiegen und nachher ist gerade der erste Aufbietende, weil es sind ja dann Leute, die Dienst frei hatten, sind ja dann aufgeboten worden. Und dann, das weiss ich noch so gut, da bin ich mit dem Unimog auf der geraden Straße auf Bassersdorf vorgefahren, Vollgas, und es ist einfach nicht mehr gekommen wie der 60. Und für mich ist das so langsam gewesen. Und dann hast du gesehen, ja, dann fährst du mit Blaulicht und Horn dort hoch und hinten dran das Auto und dann stellen dir den Blinker und überholen dich, weil einfach nicht mehr kommt. Und nachher dort oben bist du eingewiesen worden, hast den Auftrag erfasst, was dann, sage ich jetzt, musst du machen. Und ich habe dann dort den Auftrag bekommen von der Feuerwehr Nürnsdorf. Da habe ich die Wassereinspeisung und nachher musste ich in das Waldstück hinterher die Transportleitung machen. Das war ja auch noch eine Challenge. Also die Wetterbedingungen sind schlecht, es ist schlammig geworden vor Ort. Ist das mit unter anderem die grösste Herausforderung gewesen während dem Einsatz? Nein, das ist eigentlich sicher nicht optimal gewesen. Aber man ist dann eigentlich erstaunlich nah an den Ereignisort herangekommen. Es hätte auch schlimmere Situationen gegeben mit dem Fahrzeug. Aber schlussendlich hat man dann doch eine Leitung in den Wald hineinziehen, dort, wo es wirklich passiert ist. Aber die grösste Herausforderung war sicher, dass man hat nicht gewusst, gibt es noch mehr Überlebende. Weil ein paar sind einem entgegengelaufen. Eben, es ist dunkel, es hat geschneit. Man hat nicht gewusst, auf Anhieb, wie viele Tote hat es jetzt wirklich. Und eigentlich ist es fast 24 Stunden gegangen, bis man wirklich Gewissheit hatte. Mal, es ist nicht noch irgendwo im Dunkeln in einen anderen Wald richtig jemand gelaufen und irgendwo in ein Doppelleben gefallen und dort liegen geblieben. Oder?
Weil es ist dann lang gegangen, bis man wirklich den ganzen Schadenplatz können absuchen konnte, in all den Trümmern, bis man wirklich alle Verstorbenen gefunden hat und wirklich gewusst hat, jetzt hat man die hintersten und letzten Passagier gefunden. Und das ist in den ersten 24 Stunden sicher die grösste Herausforderung gewesen, die Passagierbilanz, bis die wieder gestimmt hat. Wie lange ist denn der Einsatz im Endeffekt für euch gegangen? Also bis die Feuerwehr wieder eingerückt ist, ist es etwa 4 Tage gegangen, oder fast 5 Tage. So lange sind immer Leute von uns dort oben gewesen. Weil der ganze Waldboden war streng mit Kerosin. Der Brandschutz ist ständig, hat man müssen aufrechterhalten. Man musste all die Flugzeugfrackteile so klein zusammenschneiden, dass sie überhaupt transportfähig sind. Das hat alles die Feuerwehr auf dem Flughafen gemacht, unterstützt da zum Teil noch von der Miliz. Aber die Schneidarbeit und alles ist eigentlich alles durch die BF da gemacht worden, weil eben, es hat überall Kerosin drin gehabt, auch, es war ständig immer noch gewisse Grundgefährdung da gewesen. Und zusätzlich haben wir ja den Schichtbetrieb aufrechterhalten. Also ihr habt da genau gleich funktionieren. Ja, für das sind Freiwillige auch von daheim zusätzlich arbeiten können, dass wir da quasi wie doppelte Besatzung haben über die ganze Zeit hinein. Vielleicht da noch etwas, das ist ja ein Fakt, wenn ihr nicht mehr einsatzbereit seid, Berufsführer Flughafen, dann muss der Flugbetrieb eingestellt werden. Ist das dort mal der Fall gewesen, Rolf? Ich weiß es nicht mehr 100%, aber ich glaube, es war so gewesen. 20 Minuten ist der Flugbetrieb eingestellt gewesen. Aber das ist nicht einmal der Hauptgrund gewesen von der Feuerwehr, weil das hat man bereits schon viel gelernt. Noch ein bisschen vorne ist ja noch der Stadler Berg gewesen. Das war auch der Absturzserie gewesen, da in Italien, wo eben ist. Und dort hat man noch viel, viel mehr grosse Löschfahrzeuge mitgenommen, wo man am Schluss gemerkt hat, das bringt gar nicht so viel im ersten Moment. Und aus den Lehren von all diesen Abstürzen, die wir in dieser Serie hatten, hat man einfach gesagt, man lässt mindestens immer 3 grosse auf dem Flugplatz stehen. Dass eben der Flugbetrieb aus unserer Sicht so schnell wie möglich wieder weiterlaufen kann. Wieso bringt das dann nicht so viel? Wir haben 7 grosse Flugfeldlöschfahrzeuge. Jetzt musst du dir ein kleines Waldweg vorstellen. Und die blockieren alle dort. Und das nützt wie nichts, all diese grossen Fahrzeuge. In der Regel nehmen wir 1 mit. Oder wenn es ganz, ganz näher ist, vielleicht 2 bis 3. So, dass eben mindestens 3 auf dem Flughafen ist, dass da der Betrieb weiterlaufen kann. Weil wenn der Flughafen länger als 20 Minuten da geschlossen ist, oder eine halbe Stunde, hat das Auswirkungen auf ganz Europa. Weil die können nicht landen und müssen ausweichen. Die müssen vielleicht auf Mailand oder auf München landen. Und dann hocken die Passagiere dort. Ja. Und müssen doch wieder irgendwo auf Zürich kommen. Das gibt einen Rattenschwanz durch ganz Europa. Das ist zum Glück relativ selten. Das ist auch schon länger kein Ereignis mehr passiert in diesem Ausmaß. Was sind denn so die alltäglichen Einsätze, die ihr habt im Zusammenhang mit Flugzeugereignissen, Rolf? Ja, das könnte einfach, sage ich jetzt, kurzfristige sein, dass er im Endanflug ein Problem hat, dass er Flaps nicht richtig rausbringt. Dann gibt es einen langen grundsätzlich Anflug oder eine lange Landung. Dann muss er mehr mit der Bremse grundsätzlich bremsen. Dann könnte die redlich heiß werden. Das kann auch Folgen geben, dass grundsätzlich ohne nur ein Fahrwerk anfangen, so heiß wäre, dass anfängt zu züngeln, brennen. Das sind alles so Sachen, wo das kann auch ein Triebwerkausfall sein oder einfach eine Fahrwerkstörung kann sein. Das sind einfach alles so Folgen, die kommen und dann nachher können wir einen Alarm über und dann rücken wir in der Standardsform dann aus und dann tut man die Situation, sage ich jetzt, dann verfolgen. Man geht dann raus, man tut mit der Wärmebildkamera das Fahrwerk dann beobachten, geht die Temperatur hoch oder geht sie eher runter. Wenn sie steigt, wo man jetzt auch, sage ich jetzt, von der langjährigen Erfahrung zu merken oder zu wissen bekommt, da sollte sie ja nicht mit Wasser am Anfang, weil da geht zu viel kaputt. Heute tut man den Lüfter anstellen, tut so das Fahrwerk abkühlen, weil wir sollten da können vorbeugen, nicht etwas grundsätzlich mit dem Wasser kaputt machen. Das ist wie im Gebäude, wenn du dort zu viel Wasserschaden hast, dann hast du auch nicht gross geholfen. Sprich, ihr erwartet eigentlich das Flugzeug dann? Also ihr geht raus und nehmt das so in Empfang? Es gibt beide Fälle. Jetzt haben wir gerade vor einer Stunde einen gehabt, dann sagen wir ein eingetroffenes Ereignis. Also der ist bereits schon wieder runtergekommen, dem hat jetzt ein Kleinflugzeug in der Kabine rein, ein Elektrobrand gehabt, hat den Rauch in der Kabine rein gehabt. Das ist dann der Fall, wenn es wirklich gerade passiert am Boden schon. Und dann haben wir auch wirklich die 3 Minuten Interventionszeit. Weil dann läuft das Ereignis bereits schon, oder? Da sind etwa ein Viertel der Einsätze sind so, die bereits schon eingetroffen sind und 3/4 der Flugzeugeinsätze
sind im Anflug, sodass wir noch Zeit haben für einen Warteraum und dort auf das Flugzeug quasi zu warten. In dem Fall müsst ihr auch dann die 3 Minuten nicht als Richtwert einhalten, weil ihr ja genug Zeit habt. Ja, aber das wissen wir beim Start nicht. Wenn der Alarm kommt, wissen wir nicht, ob er schon auf der Piste steht und ein Problem hat oder ob er in 3 Minuten landet oder so. Was ist, wenn jetzt mal 2 Ereignisse gleichzeitig stattfinden? Andi, du hast es vorher gesagt, ihr kommt in der Regel von 2 verschiedenen Standorten mit diesen Fahrzeugen, sodass dann alle 6 grossen Flugfeldlöschfahrzeuge dort sind. Wenn man jetzt mal 2 Sachen gleichzeitig hat, ist man dann am Limit oder was wird dann unternommen? Also da haben wir alles auch schon gehabt. Das passiert noch relativ oft, dass vielleicht im Gebäude vorne etwas gleichzeitig ist oder in der Stadt noch ein Brand ist oder irgendetwas und dann kommt noch das Flugzeug. Wir haben genug Mittel da, dass wir so 2-3 Sachen gleichzeitig machen können. Wenn Worst Case ist, es kommt noch etwas 14, 15, dann muss man anfangen Prioritäten setzen und vielleicht mal einen Fall mit weniger Mitteln wieder normalerweise lösen. Und das ist dann eben die Aufgabe der Führungskräfte, um Prioritäten setzen. Vielleicht auch noch schnell ein paar Fakten. Wir sehen, das ist im Hintergrund so ein Flugfeldlöschfahrzeug. Es ist extrem imposant. Was sind da so ein paar technische Daten? Wie viel Wasser trägt das mit und wie schwer ist das Fahrzeug? Wir haben 12.500 Liter Wasser drauf und das ganze Fahrzeug ist 48 Tonnen schwer. Und das ist halt schon recht schwer. Aber es ist auch etwas Schönes, mit so einem Fahrzeug zu fahren. Was gibt es da auf der Anfahrt spezifisch zu beachten? Das ist sicher noch eine rechte Challenge. Ja, was wichtig ist, wir sollten in enge Kurven fahren. Weil das Fahrzeug ist hoch und von dort her, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit hast und einen engen Radius fährst, dann kannst du wirklich fast ein bisschen gefährlich werden. Für uns ist immer wichtig, dass wir, weil wir ja zügig sein müssen, dass wir ja, sage ich jetzt, in 3 Minuten an dem Ziel sind, dass wir das erfüllen können, dass wir, sage ich jetzt, nicht zu enge Radius fahren, dass wir das, sage ich jetzt, schon wissen im Kopf, auf welchem Rollweg fahren wir durch, auf welchem Rollweg fahren wir dort auf die Piste nur. Das sollte alles ein bisschen präsent sein im Kopf. Man muss sich ja wahrscheinlich auch viel schon Vorgänge überlegen. Wo stelle ich denn das Fahrzeug effektiv her? Gerade wenn man das Flugzeug in Empfang nimmt, das ist wahrscheinlich noch schwierig zum Abschätzen, wo das dann zum Stehen kommt. Ja, es ist, gibt, kann man sagen, gewisse Standards, die wir üben, die wir dann grundsätzlich wie abrufen tun. Und wenn ein Flüger kommt, dann nachher landet er irgendwann mal auf dieser Piste und dann nachher mit den Standards, dann fahren wir dem Flüger hinten rein und dort, wo er dann stehen bleibt, auf der Piste, dann nachher haben wir unsere Grundformation, wo wir hinten anfahren. 1, 2 und 3 von denen. Und nachher tun wir dann das Ereignis, wie es dann ist, so handeln. Und wie gehen wir vor, wenn dann effektiv etwas muss gelöscht werden? Da kommt es sehr darauf an, wie gross das ist. Das ist ja zum Glück nicht täglich der Fall in der Fliegerei. Die Fliegerei ist generell tendenziell sicherer geworden. Wir haben jetzt im Schnitt im Moment etwa zwischen 70 und die 70 so Notfalllandungen pro Jahr, wo wir ausrücken. Früher war es viel mehr, wo der Rolf noch angefangen hat oder ich, sind das zum Teil noch weit über 100 gewesen. Obwohl eigentlich weniger Passagiermaschinen unterwegs waren, damals noch. Wenn es dann aber so ist, dass es wirklich etwas zum Löschen gibt, wir haben auch schon Fahrwerksbrennen und so, dann tut man sehr, probieren, wie es der Rolf schon gesagt hat, mit möglichst wenig Mitteln einen möglichst grossen Erfolg anzubringen. Weil man muss schon sehen, alles in der Fliegerei ist sehr teuer. Also ein Flugzeugtriebwerk, das kann bis zu 30 Millionen wert haben. Ein einziges Triebwerk. Wahnsinn. Da muss man sich vorstellen, das sind 30 Einfamilienhäusli. Ja. Und wenn man da überreagiert oder das falsche Löschmittel nimmt, dann macht man nicht einfach nur eine Küche kaputt bei einem Wohnungsbrand, sondern dann sind wie auf einen Klapp 30 Einfamilienhäusli kaputt. Also darum ist schon wichtig, dass wir eigentlich eben möglichst schonend eine möglichst grosse Wirkung anbringen. Aber nichtsdestotrotz braucht es die Menge an Löschwasser, die 12.500 Liter? Sogar mal 3 ist für die Größe von Flugzeugen, die wir hier haben. Weil wenn wir den Airbus 380 nehmen, den grössten, den wir haben, dann haben wir dann gegen die 200.000 Liter Kerosin, die der beim Start dabei hat. Ich finde das so schwierig, sich das vorzustellen, die Menge an Löschwasser, 12.500 Liter. Gibt es da irgendwie einen Vergleich, in welcher Zeit, dass die Menge an Löschwasser abgegeben wird? Wie lange geht das?
Nein, wir müssen können mit dem umgehen. Das heisst, wenn wir jetzt sehen, dass etwas brennt, solltest du sehr effizient arbeiten können, ja, nicht verschwenderisch. Kann man sagen, so viel wie nötig, dass man, sage ich jetzt, das Wasser nicht einfach verpuffen tun. Und es geht auch um das, mit den Werfern, die wir dann arbeiten, mit dem Joystick, den du hast, solltest du das Ziel anvisieren, dass es nachher auch triffst, nicht überschiessen tust oder unten rein. Weil da geht so viel, weil wir haben 6'000 Liter, die in den Minuten rausgehen. Da ist grob gesagt, in 2 Minuten ist der Fahrzeug leer. Und das ist extrem schnell. Und wenn man denkt, 2 Minuten haben wir im Einsatz, das ist nichts. Mhm. Und mit dem musst du können wirklich die 12'500 Liter als richtigen Ort bringen, dass du auch effektiv kannst löschen. Wie trainiert ihr das trainieren? Wir haben grundsätzlich in Piste 16 haben wir einen Brandübungsplatz, wo wir wie ein Blechflüger dort haben. Dort haben wir unsere Trainings. Heute ist jetzt auch von einer anderen Dienstgruppe. Gestern bin ich dran. Da haben wir die Trainings und danach haben wir dann aber auch noch Auslandtrainings, wo wir auf Amsterdam gehen, auf den Flughafen. Dort haben sie grundsätzlich einen ganz grossen Flüger. Der ist aus Stahl gebaut. Der kann man sagen, der ist 1:1. Und dort kannst du dann grundsätzlich von der Taktik her und auch mit den Werfern und alles einfach nur effizienter üben. Du bist jetzt Berufsfeuerwehrmann mit dem Schwerpunkt AFS, also Airport Fire Service. Was bedeutet das konkret? Bist du einfach auf Flugzeugeinsätze spezialisiert? Ja, vorher haben wir ja alles gemacht. Und nachher hat es die Spezialisierung gegeben. Und wir werden natürlich, sage ich jetzt, auch mehr ausgebildet auf die Fliegerei. Bei uns ist, das ist nicht so, dass wir Gebäudebrandbekämpfung nicht mehr im Griff haben, aber sage ich, in der Ausbildung wird mehr Wert darauf gelegt, weil wir natürlich auch hauptsächlich für die Fliegerei zuständig sind. Aber die Leute, die den Schwerpunkt AFS haben, sind ja nicht die Einzigen, die diese Flugzeugeinsätze leisten. Ja, wie es der Rolf schon gesagt hat, früher haben alle alles gemacht. Durch die Fusionierung auch mit der Stadt und einfach generell in der Feuerwehrwesen merkt man, die Aufgaben werden immer vielseitiger und komplexer. Da sieht man bei den Autos, bei den Antrieben, bis hin zur normalen Liftrettung. Es wird immer schwieriger, alles Wissen zu haben. Und darum mit dem sehr speziellen Gebiet, auch mit dem Pistensystem, da, sie müssen alle Prüfungen machen, oder wir, die noch Funklizenz haben, um auf die Pisten rauszugehen. Das wird auch immer anspruchsvoller und komplizierter. Darum haben wir die Spezialisierung gemacht. Das heisst, mittlerweile haben wir wie 3 Leute-Gruppen hier. Wir haben sie, die sich spezialisiert haben auf den Flugbetrieb. Dann haben wir mittlerweile rotierende Mitarbeiter, die zwischen den 2 Standorten wechseln, die auch hauptsächlich die Einsätze in der Stadt machen. Und dann haben wir noch zwischen die Polyvalenten, sagen wir denen, die noch beides machen. Und beim Flugzeugeinsatz rücken immer alle miteinander aus. Und als Team vor Ort bringt man dann das Ereignis in den Griff, oder? Also für alle Fälle gewappnet. Mhm. Wir haben am Anfang ja über ein tragisches Ereignis geredet, das sich in Bassersdorf abgespielt hat. Habt ihr aus den letzten paar Jahren, ihr seid eben schon lange dabei, auch ein besonders schönes Erlebnis, das ihr bis heute gedanklich mittragt? Ja, das ist eine sehr schöne Sache. Das muss ich auch sagen, Kameradschaft da rein. Ich sage immer, das ist eine zweite Familie. Auch wenn man, sage ich jetzt, vielleicht nicht jeder will, sage ich jetzt, ein bisschen wahrhaben, aber das ist einfach so. Das ist wie wenn wir von einem Aussenposten heimgehen, dann sagen wir heimgehen, wir gehen heim, retour in die Hauptwache. Und das andere ist auch, untereinander kannst du fast nichts verbergen, wenn du mal irgendwie, sage ich jetzt, einfach einen Knick hast, wo im Leben, wo es einfach geben kann, dann frage dich gleich mal einen Arbeitskollegen, wo hast du? Dir geht es heute nicht so gut. Man ist füreinander da. Genau. Ja. Aber es gibt auch andere Sachen. Ja, sag ich jetzt, da bin ich nur, sag ich, im Jungbrandwächter gsi. Und da haben wir einen Einsatz gehabt, da auf dem Flughafen. Da hat eine Frau einen Schlüssel verloren, ist in den Schacht runtergefallen. Die ist hoffnungslos da gestanden. Ja. Und nachher haben wir dort hin müssen. Und wir haben so ein Magnet, wo du in den Schacht runterlassen kannst. Und dann nachher weiss ich noch, der Wachmeister hat gesagt, ja, da lösen wir Gott, ja, kein Problem. Sie war dann so gespannt gewesen und schaut dann in den Schacht oben, und er lädt da mit dem Federli den Magnet runter, fährt er, tuck,
angehängt, den Schlüssel genommen. Und die war so glücklich gewesen. Schön. Und das sind wieder ganz schöne Momente, die es natürlich auch gibt. Erfährst du viel Dankbarkeit. Natürlich. Ja. Bei dir, Andi? Es ist sicher speziell das Arbeitsumfeld hier. Du darfst an einem Ort arbeiten, wo andere keinen Zugang dazu haben. Du bist innerhalb von einem kontrollierten Gebiet und du siehst manchmal Sachen ganz nahe, wo andere dann vielleicht nur am Fernsehen sehen. Sei das der Air Force One, der gerade direkt vor der Haustür landet, der Secret Service vom Weissen Haus, der zu uns kommt und geht die Dusche inspizieren, wo der Präsident würde duschen bei uns in der Wache, falls es einen Anschlag gäbe. Und einfach all so Sachen, die du sonst nur am Fernsehen siehst und du bist da manchmal mittendrin involviert. Und das sind schon spezielle Momente, wo du dann sagen musst, habe ich ein Privileg, dass ich hier arbeiten darf, in diesem speziellen Arbeitsumfeld. Es gibt ja viele, ich habe schon von vielen Mitarbeitenden am und rund um den Flughafen gehört, dass das Flughafenvirus eben existiert, dass einem das irgendwann einfängt. Habt ihr das auch? Ich glaube, wir zwei, die schon so lange da sind, wir haben das schon ein bisschen, ja. Es ist nicht jeder Mitarbeiter, der das hat, aber es hat schon viele, die das machen. Und das Lustige ist, wir haben auf dem Flughafen die schönsten Sonnenaufgänge in der Schweiz. Und am Morgen stehen sie vielmals da oben auf der Terrasse beim Morgenessen und selbst die kein Flughafenvirus machen, tun am Morgen um 6 Uhr beim Sonnenaufgang, wenn der erste Flieger landet, machen sie ihre Fotos und dann voller Stolz in den Status hinstellen auf dem WhatsApp und sagen, habe ich einen schönen Arbeitsplatz, oder? Weil es ist eben wirklich etwas Spezielles. Man merkt richtig, dass ihr für eure Arbeit und für den Arbeitsort hier auch brennt. Ich habe es sehr spannend gefunden, um mit euch einen Blick hinter eure Arbeit zu werfen und sage ganz herzlich danke vielmals, dass ihr da seid. Andi Lochmeier, Abteilungsleiter für den Berufsführer im Flughafen. Merci dir. Danke für den Besuch. Und danke vielmals dir, Rolf Spaltenstein, Berufsführermann als Gefreiter bei Schutz und Rettung Zürich. Merci. Danke vielmals, Evi. Merci. Danke vielmals auch euch, dass ihr während der letzten halben Stunde mit uns in die Welt von Andi und vom Rolf eingetaucht sind. Eine weitere Folge von Sondersignal gibt es am letzten Freitag vom nächsten Monat. Sondersignal, der Blaulicht-Podcast, gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf YouTube könnt ihr das heutige Gespräch auch als Video anschauen. Denkt daran, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns auf den Social-Media-Kanal von Schutz und Rettung Zürich, dann werden wir euch diese zeitnah sehr gerne beantworten. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und gebt uns am besten schnell eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Merci vielmals und bis in einem Monat. Sanitätsnotruf, wo genau ist der Notfallort? Brandmeldung, Kontrolle, keine weiteren Mittel.